So, und herzlich willkommen zurück dann wieder bei Let's Play Omsi. Und hier steht direkt ein LKW. Was macht der hier? Ja, wir sind am Zoo. Muss ich mich mal orientieren? Genau. Tür zu. Huch. Sag mal, das passt sogar. Aber der ist ja kackdreist. Der drängelt sich hier so was von rein. Ich muss das Fenster zumachen, Moment. So. Jetzt ist Ruhe. Wobei, wenn ich das so leicht aufmache, dann hört man davon raus noch nichts. Das ist wirklich sehr realistisch umgesetzt. Dass je mehr man das öffnet, je lauter auch die Außengeräusche sind, die man natürlich sonst gar nicht wahrnimmt, wenn das Fenster zu ist oder wenn es zu leicht auf ist, nimmt man es, denke ich mal, auch nur leicht wahr. Fahren wir statt einwärts oder auswärts? Ich weiß es gar nicht. Ich fahre mal rechts, weil ich sonst würde mal wieder zurückfahren. Das wollen wir auch nicht. Also ich habe es ja schon erlebt, da war ein Busfahrer, der plötzlich nicht mehr wusste, wo es lang geht. Und dann musste ich dem erst noch erklären, wo es lang geht. Und da habe ich mich immer gefragt, wie doof kann man eigentlich sein, dass man so die Strecke und so hat nicht kennt. Nur, ich möchte ja nicht von mir selbst das erzählen an dieser Stelle, nur das hat da so ein paar Ähnlichkeiten. Ja, wobei, ehrlich gesagt, ein richtiger Busfahrer müsste das eigentlich schon wissen. Nein, ich bin ja hier so. Ich kenne die Maps oft nicht so gut und mache parallel auch noch 70 andere Dinge an einem Tag und krieg das trotzdem halbwegs hin. Und ein Busfahrer, der sich eigentlich nur darauf konzentrieren kann, der kriegt das nicht auf die Reihe. Weil das war auch damals ein Busunternehmen, was recht, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig war. Und was bei den Fahrern, ja, wie soll man das sagen, was einen etwas unseriösen Eindruck gemacht hat. Sagen wir es mal so. So. Und dann fahren wir jetzt hier rechts, aber wir wollen ja schließlich den Bahnhof noch miterleben. Ich meine, wer will das nicht? Und hier sind auch die typischen Felsen von, ja, wer hätte es gedacht, Pforzheim. Glaube ich, dass das halt die Felsen sind, die dem Ganzen jetzt einen Namen geben. Ich weiß gar nicht, aber ich denke mal, das ist fiktiv. Weil ich kenne jetzt keine Stadt, wo hier so eine riesen Wand da ist. Aber, gut. Will ja eigentlich keiner aussteigen. Ich glaube, die Leute sehen, wie viele Leute hier in den Bus passen und wollen nicht mehr raus. Weil so viele Leute wie hier drin sind, das ist wirklich ungewöhnlich. Na gut, weil zugegebenermaßen bei anderen Bussen ist es natürlich gar nicht möglich, dass so viele Leute überhaupt mitfahren. Aber gut. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Ach genau, links. Gut. Das ist hier so eine Berlin-Spandau-Kreuzung. So sieht die zumindest für mich aus. Oder nicht Berlin-Spandau, auf jeden Fall. Die habe ich schon auf ganz vielen anderen Maps gesehen. Moment, halt. Sechs Pforzheim. Rest der Linien, Direktweg. Na, was ist das da hin für eine Haltestelle? Bahnhofstraße. Ne, pass auf, da fahre ich rechts. Oder? Ja. Ich versuche es einfach mal. So, Hauptpostamt ist aber erst noch. Ah, genau, das geht hier. Jetzt erinnere ich mich dunkel. Das geht hier hoch. So ähnlich wie in San Francisco, so ein bisschen, aber nur fast. X1 ohne Haupt. Ne, wir fahren hier geradeaus, das ist klar. Und stehen natürlich erstmal, bevor hier überhaupt was geht, erstmal an der Ampel. Oh. Und diesmal auch gar nicht so lang. Wäre natürlich auch mal toll, wenn man hier. Ups. Wäre natürlich toll, wenn man hier auch mal durch die Felsen durchfahren könnte.
Aber ich glaube, es gab irgendeine Map, da konnte man das. Scheiße, warte mal, wie hießen die? Römerberg, da gab es auch sowas in der Art. Nur, ich weiß nicht mehr, wie die Map hieß. Ach, scheiße, ist das denn so lange her, Tim? Und ich schrieb mich teilweise echt an. Ich weiß das gar nicht mehr. Wobei, da sind wir auf jeden Fall auch gefahren im Let's Play. Ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie so... dass ich aus dem Nix hier irgendwelche Halluzinationen kriege oder so. Was steht noch im Reifen? Auf Marathon. LMT? Ach, J. So. Auf jeden Fall habe ich da manchmal echt Erinnerungen dran und die sind auch recht genau. Da sind wir damals mit einem SD77, glaube ich, gefahren. Oder sowas in der Richtung. Nee. Ach, weiß ich. Boah, das ist schlimm. Ich kann mich da echt irgendwie an keine Details mehr so erinnern, wie die Map denn nochmal hieß. Oder träume ich das gerade nur? Aber da war doch irgendwie wirklich was mal mit so Schluchten, wo wir da so richtig rumgekurvt sind. Ja, da gab es eine Map. Wie hieß die denn? Wo ist denn Panoramaplatz oder so? Gab. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, verdammte Hacke. Lemmtal? Nee, warte mal. Lemmtal ist gerade eine ganz schlechte Idee dafür. Das hatte damit gar nichts zu tun. Wahrscheinlich doch, nur ich merke es wieder nicht. Aber, ja, warte mal, das kann doch nicht wahr sein. Also manchmal zweifle ich wirklich an mir selbst, weil das ist doch gar nicht mal lang her. Vielleicht 2 Jahre? Also ich könnte mich teilweise nach Map-Namen fragen. Das kriege ich nicht nach die Reihe. Domstraße und dann... Genau, Pfälzheim, ZOB. Und wir fahren... Achso, genau. Das ist hier der Terminus für alle. So. Also heieiei, du, das hat es jetzt in sich gehabt. Ach, die Automatik, die spielt auch gern mit und öffnet uns die Tore zur Welt. Das hat gerade ganz schön geklackert. Ach halt, mit M macht man wieder aus. Das ist ja so eine komische Steuerung. Das ist auch von diesem Morphe Soundpack so, dass man mit E und M die Türen hier so nach und nach immer auf und zu drücken kann, bis man platzt. Was habe ich gerade gesagt? Hä? Warte, Moment, nochmal von vorne. Man kann ja mit E und M hier immer die Stufen von der Zündung und so hoch und runter schalten und dann irgendwann auch den Motor damit starten. Was ein bisschen ungewohnt für mich ist. E geht immer einen Schritt weiter in Richtung Anmachen und C... Ach, Mann! Und M immer ein Stück in Richtung Abrichtung. Abrüstung. Abrichtung. Hinrichtung. Oh, wei, ey. Ich mache mir gerade voll Sorgen um mich, also... höchste Sorge um mich, also das ist wirklich jetzt ganz hart. Ich erzähle dir nur noch Scheiße irgendwie. Oh Gott. Komm, wir machen mal die Tür zu und lassen mal gut sein. Bevor ich hier noch mehr kaputt mache. Gut, alles aus. Außer geht's nicht. Und scheinbar ein polnischer Bus, so wie das hier aussieht. 46 Sitzplätze und 92 Stehplätze. Ja, wobei 46 Sitzplätze ist auch gar nicht mal so viel. Aber gut. Und ja, wenn ich wieder E mache und nochmal E, dann kommt wieder unsere Anzeige. Genau. Und die kommt da um. Wenn die weggeht, dann sieht man, da hat die so... Nee, doch nicht. Ich dachte, die geht so sanft weg. Aber hier geht nichts sanft weg. Wobei das Einzige, was ja so ein bisschen sanft ist, ist mein Hirn von dieser Fahrt. Was so ein bisschen durchgeweicht ist, wie es scheint. Aber gut. Ja, ich hoffe dann natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir können auf dieser Map gerne nochmal fahren und dann vielleicht mit dem Citaro K. Das ist ja der ganz, ganz kleine Citaro. Und können dann mal schauen, was hier noch so für Abenteuer auf uns warten. Wie immer, wenn ihr natürlich einen Map-Vorschlag habt, könnt ihr den natürlich gerne posten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.